Hallo liebe Rasenfreaks, herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Rasenfreak Andreas Kraus. Ja, es ist wieder ein Werbevideo. Es ist wieder ein Werkstattvideo, wollte ich sagen. Es geht nicht um Werbung für eine Firma, aber es geht heute um den Swordman Elektra 2.0. Ich habe ja in diesem Video schon mal ein bisschen ausführlicher über die Spindel ein paar Worte verloren. Also ich bin da so ein bisschen pragmatisch manchmal unterwegs. Nichtsdestotrotz, und es gab ein paar Fragen danach, nichtsdestotrotz habe ich tatsächlich Fahrzeugtechnik studiert, Maschinenbau, allgemeinen Maschinenbau an der Universität in Braunschweig. Also ich bin tatsächlich Diplom-Ingenieur und habe dann tatsächlich viele Jahre in der Technik gearbeitet. Beuge ich manchmal die Regeln. Auf der anderen Seite sind mir aber manche technischen Lösungen, normgerechte technischen Lösungen, sehr wichtig. Also wie zum Beispiel so eine Wellenlagerung. So eine Wellenlagerung, die klassische Wellenlagerung ist eine Festlager-Loslager-Lagerung. Also man hat auf der einen Seite ein Festlager, auf der anderen Seite ein Loslager. Ich kann mal so ein Bild einblenden, wie das tatsächlich dann aussieht. Und zwar macht man das deshalb, weil man natürlich Toleranzen hat bei so einer Fertigung und weil man auch durchaus Wärmeausdehnungen hat oder sonstige Einflüsse auf die Lagerung. Und man möchte die Lagerung schon möglichst spannungsfrei und auch möglichst spielfrei verbauen. Und deswegen setzt man auf der einen Seite das Lager fest. Auf der anderen Seite ist meistens am Außenlagerring das Lager verschiebbar. Das ist die klassische Festlager-Loslagerung einer Welle, einer Achse, was auch immer. Ja, und wenn das dann eine Firma, wie zum Beispiel die Firma Swordman, so nicht macht, weil sie sich das Leben einfach machen will, was ich durchaus verstehen kann, dann finde ich das nicht gut. Und dann meckere ich darüber und ich glaube, ich meckere auch zu Recht darüber. Natürlich steht es in der Firma frei, ihre eigenen technischen Lösungen zu realisieren. Aber wenn die denn nicht meinem Weltbild entsprechen, dann verliere ich dazu schon mal ein paar kritische Worte. Und natürlich darf jeder da seine eigene Meinung zu äußern, selbstverständlich. Ob er das nun gut oder schlecht findet, was Swordman macht. Ich will grundsätzlich Swordman nicht schlecht machen, aber es gibt halt eben so ein paar Dinge, wo ich mich frage, könnt ihr es nicht für wenig Geld besser machen? Könnt ihr nicht zum Beispiel etwas robustere, etwas größere Lager nehmen? Könnt ihr euch vielleicht nicht ein bisschen überlegen, wie man die Lager noch besser schützen kann? Ja, vor Wasser. Natürlich spüle ich auch hier so eine Maschine mit Wasser ab. Also ich möchte nicht mit der Zahnbürste da stundenlang die Spindel sauer machen, wenn sie völlig verdreckt ist. Nee, das mache ich einfach nicht. Und da geht man auch mal mit dem scharfen Wasserstrahl dran. Und da geht man natürlich auch mal mit meiner Druckluftpistole dran. Und das kann natürlich auch Wasser und Dreck in eine Lagerung reindrücken. Ja, das passiert. Einverstanden. Und das liegt auch ein Stück weit an einem selbst. Je nachdem, wie vorsichtig, wie umsichtig man so ein Gerät halt eben wartet und pflegt. Und ich bin da vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen robuster. Ich sage mir, okay, ich habe nicht so viel Zeit, ich habe auch nicht so viel Lust da mit der Zahnbürste so eine Maschine sauber zu machen. Da kommt dann mal so ein bisschen Reiniger drauf und dann kommt ein bisschen Wasser drauf und dann wird das Ding mal ausgeblasen und dann ist gut. Okay, da muss ich natürlich auch dann das Risiko eingehen, dass mal so eine Lagerung kaputt gehen kann. Und natürlich, je kleiner die Lagerung ist, je weniger geschützt die Lagerung ist, desto schneller kann das passieren. Und dann ist es natürlich gut, wenn so eine Lagerung nicht viel Geld kostet und wenn man die auch relativ leicht dann tauschen kann. So, in diesem Video heute, das habe ich ein bisschen lange Vorrede gehabt, in diesem Video heute geht es also nochmal um ein Problem bei dem Swordman Elektra, allgemein beim Swordman, glaube ich. Und zwar gibt es Geräusche aus der Antriebswalze bei meinem Mäher nach einem Jahr. Und das ist ja wirklich kein Jahr alt, das Gerät. Und der Sache werde ich jetzt auf den Grund gehen. Und ich hoffe, ihr habt Spaß wieder beim Zuschauen. Also ich springe jetzt noch mal ein ganzes Stück zurück. Der Mäher ist nämlich schon zerlegt. Die Antriebswalze liegt ja schon auf dem Tisch. Ich bin eigentlich fast fertig. Ich werde euch jetzt die letzten Sachen zusammenschrauben. Aber ihr dürft jetzt, wenn ihr wollt, von Anfang an euch das Video reinziehen, es genießen. Wie ich halt hier diesem Problem auf die Spur komme und wie ich das Problem letztendlich gelöst habe. Und wie gesagt, das ist meine
Lösung, meine ganz persönliche Lösung, meine ganz persönliche Art und Weise, wie ich jetzt diese Maschine repariere. Das ist kein How-to-Video, also so sollst du es machen. Bitte, nee, also ihr sollt mir das nicht nachmachen. Ihr könnt es natürlich ähnlich oder vielleicht auch anders machen. Ihr könnt vielleicht ein bisschen was lernen durch dieses Video, aber es geht nicht darum, euch irgendwas vorzumachen und zu sagen, ja, das ist die einzige Wahrheit, nur so ist es richtig. Bei weitem ist das nicht mein Anspruch. Mein Anspruch ist vor allen Dingen, euch mit solchen Videos zu unterhalten und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß dabei. Genau. So, Schluss jetzt, Intro und dann wird geschraubt. Yeah! Ja, es tut mir ja leid, wenn ich so viel über Swordman schimpfe, aber ich kann es ja auch nicht ändern. Ich finde die Maschine echt klasse. Wenn die gut funktioniert, wenn die ja, richtig eingestellt ist, dann macht der Mäher so viel Spaß. Es ist so ein cooles Teil. Ich mähe damit wirklich gerne. Und jetzt kommt das nächste Problem. Ich wende auf meiner Fläche und es macht quietsch, quietsch. Quietsch. Und habe erst gedacht, es ist hier die Lagerung des Walzenantriebes. Aber ich mache es mal vor, ich versuche es mal zu demonstrieren. Ich muss ihn jetzt an einer Seite anheben, sodass ich das Differential aktiviere. Damit fährt er genau. Jetzt muss ich ihn also anheben. So. Und jetzt lasse ich ihn laufen. Das macht da gar nichts mehr. Ja, super. Ja, das gibt's doch nicht. Der hat so gequietscht. Na gut, also fehlte wohl nur. Ah, da hört man schon. Na komm. Na komm. Für dir? Ah, oh. Oh, hört ihr das? Oh, ich stehe davor, ich weiß. Also die eine Seite geht, die andere Seite muss ich mal andersrum machen. Weil du hörst das schon, wenn ich drehe. Genau. Ich brauche nur zu wenden. Ich werde jetzt den Walzenantrieb ausbauen und selber versuchen, mal das Problem mir anzuschauen. Ich habe tatsächlich so eine Antriebswalze noch nie zerlegt. Das machen wir jetzt als erstes. Ich habe keine Lust, das Ding zu Sportman zu schicken. Zumal ich dann auch natürlich nicht weiß, was die tun, um das Problem zu lösen. Also erstmal müssen wir diese Transportrollen entfernen. Jetzt lösen wir den Motor hier. So, jetzt ist der Motor ab. Jetzt muss ich den Motor runterziehen hier von der. Oh, der geht schon ganz alleine runter. Wow, das ist ja gut. Der rutscht schon ganz alleine runter. Der ist. Oh, das ist gut. Der ist gut gefettet. Den legen wir jetzt vorsichtig hier weg. So, jetzt kommt das größte Problem. Und zwar dieses Seil, dieser Draht, dieser Abstreifdraht für die Antriebswalze. Der muss weg. Sonst kriege ich die Walze nicht rausgezogen. So, der ist hier verschraubt, da. Und diese Öse, die geht hier nicht durch. Die geht beim besten Willen hier nicht durch. Und auf der anderen Seite geht auch nichts irgendwie ab. Es bleibt überhaupt keine Chance. Wahrscheinlich haben die diese Öse hinterher verkrimmt. Ihr müsst euch das mal vorstellen, hinterher verkrimmt. Das heißt, ich nehme jetzt meine Eisensäge und säge hier einen Schlitz rein, um das Seil hier wieder rauszuklinken. Zack, wieder auf das Seil drauf. So. Seil ist heil. Oh. So, jetzt kann ich das Seil eben zur Seite legen und jetzt kann man hier auf beiden Seiten die drei Schrauben lösen und dann kann man die Walze schon rausnehmen.
Ja. Boing. Fällt die Trommel nach innen. Die Position ist eigentlich ganz gut. Und jetzt muss man das Ding rausfehlen. So, fertig. Was mich auch stört, ist zum Beispiel hier, dass hier noch der Dreck drin. Hier ist so eine Folie draufgeklebt, die ist hier kaputt gegangen, also beschädigt. Das Lager sieht noch in Ordnung aus. Und ein bisschen Öl drauf. Gut. Aber das Lager sitzt auch nicht richtig fest. Also das ist jetzt auch wieder durchgängig. Das ist das Gefühl, das ist noch ein kleineres Lager als die anderen Lager. Das ist das Lager. Hat auch schon Schaden. Gut, bestellen wir mal neue Lager. So, das lässt sich auch gleich ganz leicht runterziehen. Auch eine leicht schon ankorrodiert hier alles. Alles blanker Stahl. Nicht korrosionsgeschützt. Wie sieht das Lager aus? Ja, auch ein Lagerschaden. Also beide Lager kaputt. Jetzt muss man hier einen Sicherungsring lösen. Sicherungsring. U-Scheibe, 2, 3 U-Scheiben. Okay. Das scheint hier so ein Ausgleichpaket an Scheiben zu sein. Das lassen wir gleich mal zusammen so. Gegenüber der Antriebseinheit. So, und jetzt kann ich die schon runterziehen. Das ist ja einfach. So, ja, und das sind hier die Kunststoffzahnräder. Bin mal gespannt, was hier jetzt quietscht. Also sieht das aus. Das ist klassisches Differential. Und das ist jetzt alles trocken hier. Das ist alles trocken. Warum ist das alles trocken? Warum ist da nicht ordentlich Fett drauf? Oh! Ja, wir haben ihn. Oh! Der Wahnsinn. Das ist noch mehr, da sind noch mehr Scheiben drauf. Backbord, Steuerbord. Backbord ist links. Warte mal, das ist links, also muss das rot sein. Das haben wir ja nicht grün gemacht. Links ist Backbord, genau, links. Das ist aber der Antrieb ist links. Okay, aber das kann man relativ leicht runterziehen und wir haben das Differential frei. Das muss ich jetzt hier mal wieder zukleben. Das ist ja sinnvoll, aber auch mit so einem dünnen, so einer dünnen Folie. So. Ah, da ist eine Gleitbuchse drin. Okay. Das ist ja schon mal nicht schlecht, aber diese Gleitbuchse, das ist nicht schlecht grundsätzlich. Aber diese Gleitbuchse, die gleitet nicht auf der Schraube, sondern die Schraube, die schleift auf dem Kunststoff. Der schleift auf jeden Fall auf dem Kunststoff. Die Mutter schleift auf dem Kunststoff. Ja, was ich hier gemacht hätte, ich hätte nicht eine Buchse eingesetzt, sondern eine Hülse, die außen hier quasi draus sitzt, sodass, ja, das wäre besser gewesen. So eine Sintermetallbuchse, so eine Gleitbuchse ist gut, aber ich hätte eine Hülse gemacht und hätte einfach hier das Ganze ein bisschen gekürzt, sodass die Hülse eben hier von außen reingesteckt wird. Und damit die Mutter komplett auf der Hülse läuft. Okay.
Wie fest sitzt denn diese Hülse da drin? Oh, die ist ganz locker. Aha, die Hülse ist ganz locker, die ist noch nicht mal eingeklebt oder eingepresst. Na, jetzt würde ich Folgendes machen. Jetzt würde ich die Hülse mal einkleben. Versuchen einzukleben. Ja, und der Kunststoff. Aha. Dieses Kunststoffzahnrad, das läuft auf der Hülse und nicht die Hülse auf dieser Achse. Tja, und wir haben natürlich plus 90 Minuten verarbeitbar, nach 12 Stunden fest, extrem belastbar. Gut mischen. Gut. Die Hülse einschmattern. Und dann hoffen, so ein ganz bisschen überstehen lassen. Sehr gut. Dass hier das ganze Öl darunter kommt. Cool. Das ist eine richtig solide Schutzfolie. So, nun etwas stärkere Schutzfolie drauf. Gut, okay. So, jetzt müssten eigentlich schon fast 2 Stunden rum sein. So, liebe Radfis, da bin ich wieder. 2. Tag. Und ich habe erst mal festgestellt, dass die Kameraperspektive nicht so gut ist. Dass leider das Bild immer unscharf wird, wenn man meinen Rücken sieht. Also jetzt habe ich die Kamera noch ein bisschen mehr nach vorne gestellt. In der Hoffnung, das wird besser. Hier habe ich den 2-Komponenten-Kleber mal so als Test draufgepackt und der ist immer noch nicht ganz hart. Also das ist echt unglaublich. Also das verstehe ich jetzt auch nicht mehr. Der ist schon sehr alt, verstehe ich aber nicht. Also eigentlich müsste so ein 2-Komponenten-Kleber immer funktionieren. Ich habe also jetzt ein bisschen Angst, dass diese Buchsen doch nochmal verrutschen. Das macht aber letztendlich nichts. Ich werde jetzt das Differential zusammenbauen. Also ich habe jetzt auch noch 2 Hülsen gemacht, die ich verwenden werde. Ich nehme eine Schraube hier als Ersatz für diese komische Stange, die jetzt Wortmann hier konstruiert hat. Das ist aus meiner Sicht viel einfacher. Wir werden jetzt schön die Sachen einfetten. Also ich werde jetzt hier erstmal möglichst das Gewinde freilassen. Also werde ich hier auf dem hinteren Bereich ein hochwertiges Wälzlagerfett verwenden. Da kommt es schon rausgequetscht. Ein sehr hochwertiges Wälzlagerfett verwenden, nur im hinteren Bereich. So, jetzt mache ich erst hier eine dicke Unterlegscheibe drauf. Zack. Wups. So, dann kommt das eine Zahnrad drauf. Schmier. So, und schon habe ich ein Problem. Glitch. Glitch nicht. So, jetzt kommt die Hülse drauf. Dann stecken wir, das ist jetzt auch die richtige Hülse, natürlich. Nee, das ist die richtige Hülse. Soll ich mal ein bisschen nachfetten. So, so jetzt stecke ich diese Schraube in die Öffnung rein, von der, da kann also auch ordentlich Fett ran, hier, das verstehe ich auch überhaupt nicht. Man sieht auch, wie das hier anfängt zu korrodieren, weil da immer schon tatsächlich wohl ein bisschen Wasser auch rein läuft. So, jetzt kommt die zweite Hülse drauf, die zweite kleine Hülse drauf. Nicht verkanten. Nochmal ein bisschen Fett ran.
nicht zu viel Fett, das muss auch nicht sein. So, jetzt kommt das zweite Kegellager drauf, die zweite Unterlegscheibe und jetzt natürlich eine selbstsichernde Mutter. Boing. Jetzt habe ich möglichst das Gewinde freigelassen. Ich kann hier unter noch mal ein bisschen Fett machen. Der sieht gut aus. Und hier auf die Unterlegscheibe noch ein bisschen Fett, ohne jetzt das Gewinde zu fetten. So, und setze jetzt die selbstsichernde Mutter rauf. Kann mich runterfahren hier. Gut, ich kann jetzt mal die eine Seite reinstecken. So, vorsichtig reinstecken. Zack. Sups. Okay, jetzt muss ich diese Schraube so weit vorschrauben und ich setze noch ein bisschen Loctite drauf, dass diese beiden Kegelrollen, diese beiden Kegelräder vom Differential genau bündig hier mit dem großen Kegelrad abschließt. Das ist jetzt ein bisschen tricky. Kleinen Klecks noch Loctite drauf machen und dann schraube ich fest. So, vorsichtig rein. Natürlich nicht zu viel hin und her bewegen. Immer wieder kontrollieren. Noch ein bisschen. Ist gar nicht so viel. Durch die Unterlegscheiben. Ja, noch mehr. Ist das jetzt alles an? Ja. Oh Mann. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Dass dieses Kegelrad richtig gut hier passt. Ganz klein noch. So, fertig. Das gefällt mir jetzt gut. Das schließt jetzt hier bündig ab. Und das war's. Jetzt schmiere ich ja auch noch mal kräftig hier diese Kegelräder mit dem Fett ein, dass hier diese Kegelräder schön im Fett laufen. So, jetzt schmiere ich noch die andere Seite schön mit Fett ein, damit hier diese Welle nicht so stark verrostet. Man kann auch was anderes natürlich nehmen. Man könnte jetzt hier auch Antikorrid nehmen. So. Gut. Sehr schön. So, jetzt mache ich jetzt mal Folgendes. Jetzt werde ich erstmal von der einen Seite hier wieder die U-Scheiben draufpacken. Links, in Fahrtrichtung links. Also ist das dieses rote Scheibenpaket. Jetzt gucken wir mal, ob das wirklich... Ja, okay, das ist jetzt natürlich, das sieht man jetzt. Dadurch, dass ich das jetzt hier verändert habe, passt das auch jetzt nicht mehr mit den Unterlegscheiben. Das ist ja interessant. Das ist ja wirklich sehr interessant. Warum hier auch so eine große Scheibe drauf sitzt, das verstehe ich auch nicht. Das ist doch fantastisch. Also die Kegelräder, ich zeige das gleich nochmal, die sitzen jetzt so gut. Also von daher, so, das drückt man dann einfach so weit rein. Der muss natürlich richtig sauber reinspringen in die Nut. Sonst ist schlecht. Ja, das ist fantastisch. Guck mal, wie viel ich rauslassen musste. Hey, gibt's das? So, das ist auf die eine Seite schon mal fertig.
Ich versuche das nochmal zu zeigen. Also, na, die. Hier sieht man das besonders gut da. Ja, genau hier. Also das muss, die müssen beide, müssen die ganz sauber, einen ganz sauberen Übergang haben, diese beiden Kegelräder. Das große Kegelrad und dieses kleine Kegelrad braucht hier einen ganz sauberen Übergang. Das muss sehr, sehr sauber positioniert sein. Und ich habe das Gefühl, dass diese Kegelräder viel weiter draußen saßen, dass deswegen so viele Unterlegscheiben dort drunter gepackt werden mussten. Das hört sich jetzt sehr gut an hier. Cool. So, und jetzt kann ich schon die andere Seite drauf schieben. Und dann schauen wir mal auf der Seite. Jetzt schieben wir, jetzt kann nicht mehr viel schief gehen. Jetzt schieben wir von der anderen Seite die zweite Walze drauf. So. Sehr schön. Ja, und da gehen tatsächlich jetzt deutlich mehr, interessanterweise, deutlich mehr Scheiben drauf. Das ist ja interessant. Die spannen tatsächlich über diese Metallsterne, die hier eingeschweißt sind, spannen die tatsächlich vor. Okay. Ob das jetzt so das Schlauste ist, weiß ich nicht. Aber gut, dann kann ich tatsächlich auf der anderen Seite doch noch was rein, eine Scheibe noch reinlegen. Aber nur eine. Mehr mache ich nicht. Das ist interessant. Klack. Das ist interessant. Man kann tatsächlich noch eine reinlegen. Also mache ich es mal auf der anderen Seite nochmal. Klar, man will natürlich auch diesen Spalt hier zwischen den beiden Walzen möglichst klein halten. Und hier kann tatsächlich doch noch eine rein. Das war jetzt noch ein bisschen wenig. Dann machen wir doch noch eine rein. Ja. Aber dass das nun so stark vorgespannt ist. Das finde ich aber nicht schlecht. Aber tatsächlich durch dieses Zwischensetzen dieser U-Scheiben reduzieren sie den Spalt. Aha, da habe ich jetzt zwei Scheiben drauf. Ja. Okay, das ist okay. Dann muss ich da noch eine draufsetzen. Haben sich doch was bei gedacht. Obwohl er jetzt da drin ist. Jetzt ist er drin. Ja. Jetzt ist er drin. Das sieht natürlich gut aus vom Spalt hier, ne? Die dürfen sie jetzt hier nicht berühren. Nee, da setze ich jetzt gar nicht mehr zwischen. Gut, eine ist jetzt übrig geblieben. Nee, also enger mache ich das jetzt nicht. Das hört sich sehr gut an. Okay.